Mein Name ist Josef Hauser, ich bin Gründungsmitglied von Schilling für Schilling und war 2007 bei der ersten Brunneneröffnung in Afrika dabei. Mein Herz allerdings hängt an Lateinamerika und es schlägt speziell für die noch im Regenwald lebenden Indios. Ich helfe seit 2007 dem Stamm der Guaranis im Nationalpark Yasuni in Ecuador, ihr Recht auf Bildung einzufordern und die Gleichstellung mit der Bevölkerung außerhalb des Urwaldes zu erreichen. Schritt für Schritt werden Erfolge erzielt. Es fehlt noch viel, um die Indios zu Bürgern mit Rechten und Pflichten zu machen. Oftmals werden ihnen zwar Pflichten auferlegt, die Rechte aber vorenthalten. Wo kann man ansetzen, um diese Menschen zu unterstützen? Sie brauchen Unterstützung bei der Bildung, mit Schulsachen und Schulbüchern. Unterstützung mit Medikamenten, speziell für Mütter und Kinder. Unterstützung bei Projekten, um die wirtschaftliche Basis der indigenen Bevölkerung zu stärken. Unterstützung im ewigen Kampf mit den Ölgesellschaften, welche immer weiter in den Urwald vordrängen und den Lebensraum dieser Menschen massiv gefährden. Und vergessen wir nicht, dass der Lebensraum der Indios die Lunge unseres Planeten ist. Wir alle brauchen einen intakten Regenwald zum Atmen. Mit Unterstützung von Schilling für Schilling konnten in den letzten 5 Jahren folgende Projekte umgesetzt werden. 2014 wird im Dorf Tiveno eine Schuleinrichtung gespendet. Wir bringen Schulsachen und Medikamente. Auf der Baracke der Krankenschwester wird eine Photovoltaikanlage installiert und ein neues Funkgerät in Betrieb genommen, sodass man in Zukunft jederzeit ärztliche Hilfe anfordern kann. 2015 wird auf Initiative der Warani-Frauen ein Verein gegründet und es beginnen 30 Dörfer mit gezieltem Kakaoanbau und Trocknung vor Ort im Urwald. Aus diesem hochwertigen Kakao wird in einer Fabrik in der Hauptstadt edle dunkle Schokolade mit 50% und 70% Kakaoanteil produziert. Diese wird ohne Einschaltung von Zwischenhändlern an die Letztverbraucher verkauft. Schilling für Schilling unterstützt dieses Projekt und es wurden bereits mehr als 2000 Tafeln in Österreich verkauft. Jeder Cent dieser Einnahmen geht wieder nach Ecuador. Die letzten 200 Tafeln habe ich heute mitgebracht. Ich werde im August nach Ecuador reisen, um die Guaranis zu besuchen und werde neuerlich Schokolade mitbringen. Sie schmeckt fantastisch gut und eignet sich ideal als Geschenk. Eventuell auch für Firmen zu Weihnachten interessant. Bedenken Sie, dieses Produkt ist eine wahre Rarität. Die Anbauflächen sind klein und es können nicht mehr als 40.000 bis 50.000 Tafeln im Jahr produziert werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.